Ich bin kein großer Redner. Für mich muss ein Barkeeper vor allem eines können: den Mund halten und zuhören. Und wenn es danach geht, war Gabe der schlechteste Barkeeper aller Zeiten. Ich habe nie zuvor einen Radfahrer anhalten müssen, der zu schnell fuhr, bis er daherkam. Er hat sich so viel Mühe gegeben mit meinem Bewerbungsessay. Obwohl er Bewerbung nicht mehr buchstabieren konnte. Oder Essay. Er hat meine Band für ein Gig in der Lantern gebucht. Den ganzen Weg von Seattle bis genau an diese Stelle. Ich erinnere mich an 14 verschiedene Gelegenheiten, an denen Gabe mich zum Lachen gebracht hat. Die erste war vor 2 Jahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Statt einem Strafzettel bekam er von mir ein Bier spendiert. Gabe stand etwa 1 Meter weit weg und grinste uns an wie ein Idiot. Da waren sicher noch mehr Leute. Aber ich erinnere mich nur an ihn. Und dann sagte er, ich weiß, deshalb ist das gar stumm. Bei der 5. Gelegenheit. Es lag ihm wirklich jeder am Herzen. Er war die Art Typ, mit dem man echt immer gern abhängt. Er war ein Weltklasse-Spaßvogel. Er war mein bester Freund. Ich will nur eines über Gabe sagen. Er hat diese Bar als Fremder betreten, aber er verließ sie als Freund. Das wär's dann also. Was Gabe zugestoßen ist, war ein überaus tragischer Unfall. Und ich wünschte mir... Es war kein Unfall. Junge, fang jetzt nicht damit an. Gabe hat in der Mine angerufen. Ich habe ihm ein Satellitentelefon gegeben, damit er auf jeden Fall durchkommt. Die haben es verbockt. Und jetzt... Jetzt ist Gabe tot. Das war meine Schicht. Falls irgendwer angerufen hätte, wäre ich rangegangen. Niemand rief an. Du lügst. Und das direkt vor Gabes Schwester, verdammt nochmal. Alex hat die ganze Sache mit angehört. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Life is Strange True Colors. Sie etwas dramatisch anfängt und traurig anfängt und der Gabe den Absturz doch nicht überlebt hat. Ich hatte es noch so sehr gehofft, dass er es schafft, aber es hat leider nicht geklappt. Jetzt sind wir wieder mit ganz vielen Emotionen konfrontiert und es wird wieder nicht einfach, die liebe Alex zu bändigen. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, ob er angerufen hat oder ob er nicht mehr angerufen hat. Aber ich glaube schon, dass er angerufen hat, oder? Er hat recht. Ich war dabei, als Gabe anrief. Ich möchte hören, was du dazu zu sagen hast, Mac. Ich habe dazu nichts zu sagen. Es gab keinen Anruf. Denkt von mir aus, was ihr wollt. Okay, Leute.
Dies ist eine Laufenermittlung und... Wie wär's, wenn wir den Ablauf nochmal durchgehen? Hm? Junge. Als ich dich im Plattenladen sah, wolltest du Gabe unbedingt finden. Erinnerst du dich warum? Hm? Wieder ein Streit mit Riley? Den Scheiß muss ich mir nicht geben. Ich sag ja nur, es ist schon komisch, dass du mit blutigem Gesicht aus Gabes Wohnung taumelst. Ryan. Und ein paar Stunden später verpasst du ganz zufällig den Anruf, der sein Leben gerettet hätte. Ich hab dir doch gesagt, es gab keinen Anruf, Mann. Vielleicht wurde er unterbrochen. Verflucht nochmal, ist ja nicht so, als wäre Gabe immer zuverlässig gewesen. Du passt lieber auf, was du sagst, Mac. Ryan, das reicht. Ich will genau wie du verstehen, was das zu bedeuten hat, aber das ist nicht der Ort... Schwachsinn, Dad! Dieser Typ nennt Gabe einen Lügner und das auf seiner scheiß Trauerfeier. Nein, ich sag dir bloß... Mac, ich schwöre, wenn du noch einmal behauptest, dass es keinen Anruf gab... Hört auf! Hört sofort auf! Das ist weder der Zeitpunkt noch der Ort. Heute geht es um Gabe. Okay, Ryan? Charlotte, es tut mir leid. Es ist nicht... Ich will nur... Ich bin nicht schuld an seinem Tod. Ach, wirklich nicht. Was zum Teufel hast du gerade gesagt? Ryan, genug jetzt. Oh, komm schon. Ich meine ja nur, du warst doch schließlich der, Mac, halt den Mund, verdammt. Nein. Nein, los. Du hast was zu sagen, Mac? Dann spuck's aus, verdammt nochmal. Komm schon, Jungs. Ich will nicht eingreifen. Also gut, wie du willst. Wo wir schon mit Anschuldigungen um uns werfen? Du hast doch das Seil durchgeschnitten, nicht wahr? Warum nicht das dir? Reicht. Ihr geht besser. Na los, raus! Ja, geht das hier weg. Das sollte der Neuanfang werden und irgendwie ist alles aus dem Ruder gelaufen. Hey, scheiß auf diese Typen. Ja. Alles okay? Verflucht nein für den Moment. Das wird es sein. Nee, so richtig gut geht's uns natürlich nicht. Gott, nein. Ich bin ein Wrack. Du musst dich nicht zusammenreißen. Danke. Willst du... Ich habe nicht aufgeräumt, aber... Willst du reinkommen? Klar. Du spielst Gitarre? Früher, dies war ein Geschenk. Das war ein Geschenk, ne, von Gabe. Ja, schon. Die war ein Geschenk. Von Gabe. Cool. Gabe wollte mich mit seinen Wheelies vom Plattenladen immer zum Lachen bringen. Hat nie geklappt. Dann hat er sich gemault. Das war lustig. Gemault? Dann hat er sich gemault? Hä? Was? Natürlich übel in dieser Wohnung, erinnert natürlich Alex. Gabe wollte diese Lab-Sache für Ethan durchziehen. Aber am Ende war er viel aufgeregter als alle anderen.
Ich hätte so gern gesehen. Ja. Das hier ist vom letzten Jahr. Wir... Nicht dein Ernst. Das glaube ich nicht. Was? Er hat sie echt behalten. Dieser Arsch. Ui. Schon wieder zu viele Emotionen. Tut mir leid. Gib mir eine Minute. Na klar. Ah, kein Problem. Ich würde ja trotzdem gerne mal hören, was... Beruhig dich, Alex. Du kannst das. Du kannst das. Woran auch immer diese Flasche sie erinnert hat, macht sie fertig. Ob ich ihr auf die gleiche Art helfen kann wie Ethan? Ich muss ihre Traurigkeit fühlen, um herauszufinden, wie ich ihr helfen kann. Na, dann machen wir das doch mal. Jetzt kann ich herausfinden, was wirklich mit Steph los ist. Ja, überall Erinnerungen. Fangen wir mal hier mit an. Das ist jetzt das System. Alter, lass gut sein. Ich habe mein Busticket schon gekauft. Okay, okay, warte. Alles oder nichts. Noch ein Spiel. Wenn ich gewinne, musst du bleiben. Wenn du gewinnst, bezahle ich dein Ticket. Du hast soeben $50 verloren. Okay, sie wollte anscheinend abhauen und er wollte das verhindern. Oder sie wollte gehen. Wie heißen die nochmal? Don't shit on my yard. Die sind mega. Ihr Gitarrist hat nur einen Arm. Krass. Okay, was ist hier? Scheiß blauer Meteorit. Total overpowered. Oh. Ist dein Controller wieder kaputt? Wir spielen, bis ich gewinne. Dann schlafe ich heute wohl hier. Bis jetzt klang's nach einer guten Zeit. Meine Damen und Herren, ich präsentiere den neuen ultimativen Kicker-Champion, Gabe Chen. Alter, du bist so ein Arsch. Jetzt muss ich für immer in dieser dämlichen Stadt bleiben. Wir wissen beide, du hättest mich besiegt, wenn du es wirklich gewollt hättest. Bullshit. Also sie wollte gehen und er hat sie überredet zu bleiben, beziehungsweise hat es gewonnen. Hier ist noch irgendwas. Auf deinen neuen Job beim Radio. Oh, habe ich's dir nicht gesagt? Ich nehme den Job nicht an, ich ziehe nächste Woche nach Denver. Du machst was? Ich denke, ich weiß jetzt genug, um ihr zu helfen. Ah, okay. Das war anscheinend das Erste. Daraufhin haben sie dann Kicker gespielt. Daraufhin haben sie Musik gehört, Video gespielt. Und er hat gewonnen, dass sie hier bleibt. Und sie hat den Radiojob angenommen. So, können wir kurz erstmal mit ihr sprechen. Oh ja, helfen wir ihr gleich mal. Ich kann nicht glauben, dass er fort ist. Ja. Er ist der einzige Grund, warum... Sorry, Alex. Ich komme gleich klar. Ist es nicht komisch, wenn ich sie jetzt da überall drauf anspreche? Getränk. Magst du vielleicht was trinken? Nein, danke. Aber es ist lieb von dir.
Klar. Das war nicht richtig. Okay. Videospiel, Kicker, Musik. Wollen wir vielleicht Kicker spielen? Aber das könnt ihr ja auch wieder daran erinnern, ne? Jetzt gerade. Hast du Bock auf ein Match? Hat Gabe dir von unseren Spielen erzählt? Soll ich ja sagen? Ich sag ja. Ja. Er meinte, er hätte dich krass zerstört. Arschloch. Ich glaube, jetzt ist kein guter Moment. Na gut. Oh Gott, hoffentlich muss ich jetzt nicht Kegel. Also dann bis 5? Ja, von mir aus. Oh nein! Das kann ja... Oh Gott. Wie oft haben du und Gabe gespielt? Gott! Das war eins unserer Lieblingsspiele. Dann musst du echt gut sein. Huch! Mhm. Ja, ich nicht. Wie kann ich du denn hier warst das Stick in der Band, oder? Ja. Was spielst du? Drums. Ich habe einen Punkt gemacht. Dafür, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie es geht. Huch! Wie lange hast du mit ihnen gespielt? Zu lange. Verstehe. Yeah! Yeah! Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier tue. Oh nein, oh nein. Ist ein bisschen hampelig hier. Okay. Sie ist noch schlechter als ich. Wow, was eine Überraschung. Ich meine, du hast dein Bestes gegeben. Ich meine, das war offensichtlich nicht mein Bestes. Nein, ist okay. Ist ja auch nicht so leicht. Erfordert Skill, Timing und unbedingten Siegeswillen. Oh, ist das so, ja? Ja, die Menge liebt mich. Es ist super, mit dir zu spielen. Ja, komm. Okay, okay. Ohne Scheiß. Dieses dumme Spiel mit dir zu spielen, ist genau das, was ich jetzt brauche. Dann los. Oh nee. Ich glaube, ich brauch's doch nicht. Das ist bestimmt Theater. Diesmal werde ich mir auch Mühe geben. Also gib alles. Fuck. Ich konzentriere mich. Gut. Wir wollen ja nicht, dass du abgelenkt wirst oder so. Ja, bestimmt. Oh Gott. Nein. Oh. Nächstes habe ich mich jetzt erstmal meinen Sieg gefreut. Los. Ist das dein Versuch, mich abzulenken? Natürlich nicht. Oh, shit. Sleater Kinney, falls du es wissen wolltest. Huch, huch, huch. Oh Gott, ich mache, glaube ich, lauter Eigentore. Ungewohnt. Ich habe irgendwie einen Punkt gemacht. Ich habe ihr Gesicht zu null verloren. Naja. Oh, ja. Los, noch ein Match. Nein, du, ich habe, glaube ich, jetzt genug. Ich weiß nicht. Ach, komm schon. Gabe würde sich nie mit einem Gleichstand zufrieden geben. Na dann, abgemacht. Ach, verdammt. Schade. Okay, jetzt geht's um alles. Dann streng dich an. Bei diesem Spiel darf man sich auf keinen Fall ablenken lassen. Absolut. Huch. Ja. Hey, sag mal, stehst du auf Frauen? Eigentlich finde ich Frauen ganz heiß.
Nö. Also, ich bin bis jetzt meistens mit Jungs ausgegangen. Ach ja? Stehst du auf Typen, die CDs mit Vogelrufen hören? Dann kann ich dich verkuppeln. Zum Beispiel? Also, ein Vogelrufliebhaber habe ich bisher noch nicht gedatet. Verlierer sagen was? Was? Oh, scheiße. Ich wusste es. Wie alt bist du nochmal genau? Ja, Hi. Du mich auch. Nein! Gott! Das ist doof. Yeah. Oh nein! Huch! Gott, diese Steuerung ist echt klimpelig. Nein. Können wir das Elend jetzt nicht... Oh nee, sie brauchen nur noch ein Tor, dann habe ich verloren, ne? Oh, naja, okay. Die Festung Chen wurde zerstört. Gutes Spiel. Danke. Du bist ein besserer Verlierer als Gabe. Das macht keinen Spaß. Tut mir leid, dir den Sieg zu verderben. Und was machst du jetzt? Was meinst du? Na, die Scheiße mit Mac. Der lügt so krass. Wir müssen erstmal mehr erfahren. Na, ich weiß nicht, was mit Mac los ist. Was er sagt, macht keinen Sinn. Ja. Ich weiß, ich muss herausfinden, was genau an diesem Abend passiert ist. Für mich selbst und für Gabe. Du kannst auf mich zählen. Egal, was kommt. Danke. Das bedeutet mir viel. Ich muss zurück zur Arbeit. Okay. Bis dann. Bis dann, Steph. Ciao. Ich bin sicher, dass Gabe angerufen hat. Aber hat Mac die Explosion nur ausgelöst, weil er sich an ihm rächen wollte? Jetzt können wir nochmal rum... Oh, jetzt können wir... Ah, jetzt können wir nach oben. So. Was haben wir denn jetzt hier für Briefe rum? Den fangen wir mal wieder von... ich wollte jetzt nicht aus der Tür raus. Verdammt. Das wollte ich nicht. Ich würde gerne noch mal hochgehen und dann machen wir das danach. So, ich wollte eigentlich hier die Briefe anschauen. So. Alex, ich veranstalte morgen um 9 eine kleine Feier für deinen Bruder. Es wäre schön, wenn du kommst, aber kein Druck, okay? Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Jet, Taverne Black Leathern. Es gibt kein besonderes Treffen als ein Treffen mit Drinks. Okay, next. Alex, sag Bescheid, wenn du Lebensmittel brauchst. Ich bezahle. Jet. Taverne Black Leathern. Füge Alkohol. Jetzt.
Jetzt crasht sie mir doch einfach in meine Audioaufnahme rein. Oh, verdammt. Füge Alkohol auf eigene Gefahr Eis hinzu. Danke, Jed. Alex, es tut mir so leid. Die Wohnung ist dein, solange du sie brauchst. Du weißt, wo du mich findest, falls nötig. Jed, Taverne Black Lettern. Gib dem Barkeeper Trinkgeld. Wenn du nicht kannst, hast du zu viel zu trinken. Okay. Ich habe Barkeeper Gabe nie in Aktion gesehen. Doch er hat mir keine leichte Aufgabe hinterlassen. Das haben wir ja schon mal angeschaut. So. Das Minenspiel müssen wir jetzt nicht nochmal spielen. Okay, dreckige Kleidung. Sich anzuziehen sollte nicht schwer sein. Und doch. Und wieder ist er weg. Oder? Nee. Das hat sie umgezogen. Ha! War doch gar nicht so schwer. Sie hatte doch schon was an. Naja. Sie hat halt jetzt nochmal was an. Es wäre echt toll gewesen, Gabe im Powder fahren zu sehen. Oder wie auch immer Snowboarder es nennen. Ich könnte schon etwas mehr Übung gebrauchen. Ja, das stimmt. Wir waren nicht so gut. Wir waren nicht so gut. So. Du warst ein treuer Begleiter. Wenigstens hatten wir noch ein paar schöne Tage. Oh, es ist echt übel. Das ist echt übel, dass Gabe jetzt gestorben ist. Eine meiner glücklichsten Erinnerungen. Danke, Gabe. Ein Glück hatten wir diesen Comic. Ohne ihn hätten wir Ethan nie gefunden. Ja. Gabe hat mir immer den Controller aus der Hand geschlagen, wenn er dachte, ich würde gewinnen. Idiot. Nicht zu freundlich. Gabe hat Steph wirklich viel bedeutet. Davon zu leben ist echt nicht toll, aber es ist besser, als die Wohnung zu verlassen. Komm, das räumen wir jetzt mal hier auf. Na dann leb wohl, Depressionsfutter. Schaut hier schon ein bisschen chaotisch aus, meine Liebe. Ich frag mich, wie sie sich wirklich hält. So, was haben wir denn hier? Können wir einen Abwasch machen? Warum entgleitet dir immer zuerst das Geschirr, wenn dein Leben auseinanderfällt? Ja, dann machen wir jetzt mal wieder sauber. Hopp, Alex, mach mal ein bisschen was. Ein Anfang. Die Wohnung ist der Spiegel der Seele. Stimmt's, Dr. Lin? Genau. Es gibt gerade wenig Grund zum Feiern. So, was haben wir hier? Der Tag mit Gabe scheint eine Million Jahre zurückzuliegen. Es ist nicht mal eine Woche her. Warum liegt hier so viel Wäsche rum? Die Art Person, die sich wegen einem College-Aufsatz aufregt, ist zu fast allem in der Lage. Das hatten wir schon das letzte Mal, genau. Hat das letzte Mal schon angeschaut? Oh, Schuschu. Scheiße. Ich habe ihn gerade erst zurückbekommen. Wie kann er fort sein? Ja, das ist echt übel. Wir haben uns gerade umgezogen. Na, Schuschu. Hey, Schuschu. Danke, dass du hier bist. Okay, können wir mal kurz hochgehen? Ich fand es da oben so schön. Wir haben jetzt mal alles da unten angeschaut und schon wird es mal kurz hier oben, dieser schönen Terrasse. Oh, die gefällt mir so gut. Wollen wir Pflanzen gießen?
Sie sehen so ein bisschen mitgenommen aus? Nee, anscheinend nicht. Jetzt haben wir hier Windspiel. The answer, my friend, is blowing in the wind. Ja. Warum in den Himmel schauen, wenn man sich stattdessen eine Skulptur ansehen kann? Im Himmel ist es viel schöner zu schauen. Oh Gott, schaut euch mal diese Aussicht an. Es ist nicht traumhaft schön. Ach, ich liebe dieses Spiel. Es ist so schön. Keine Vögel heute. Ist wahrscheinlich kein Futter drin. Ne? Kann man Futter reintun? Nee, kann man nicht. Gabe hat diesen Ort wirklich geliebt. Ich finde den auch echt schön. Gabe war schon voll der Dad. Also, könnte ich mir jetzt hier auch gut vorstellen, muss ich sagen. Aber was haben wir denn hier? Für das Ding liegt schon eine Weile hier. Ist das nicht von Stephs alter Band? Du könntest auch hier bleiben. Ich hätte wirklich nichts dagegen. Super. Dann wäre ich die einzige Transgender-Person in einer Stadt mit einer Bevölkerung von 4 oder so. Klingt ja toll. Danke, dass du mich nicht aufhältst. Es tut mir leid, Izzy. Es liegt nicht an dir oder der Band. Ich liebe den Scheiß. Aber ich muss das hier versuchen. Es ist einfach Zeit für etwas Neues. Ich wusste es. Ich wusste, dass das irgendwann passiert. Verdammte. Man sieht sich, Steph. Ach, das war vor. Ach Gott, die Schmetterlinge. Voll schön. Oh, hier so ein Golfübungsteil. Ich wette, mit Gabe hätte sogar Golfen Spaß gemacht. Mit Gabe hätte, glaube ich, alle Spaß gemacht. Och Gott, wie schade. Die werfe ich bald weg. Ich schwör's. Kann man nicht jetzt die machen, die werfe ich ne? bald weg. Ich schwör's. Kannst du mal kurz hinsetzen? Nochmal den schönen Ausblick genießen. Oh Gott, ich finde den so schön. Ich habe wirklich geglaubt, dass hier wär's. Endlich. Trotz all der Enttäuschungen habe ich mir erlaubt, daran zu glauben. Ich habe dir echt geglaubt. Voll und ganz. Und ich habe wieder gehofft. Wirklich gehofft. Nach so vielen Jahren. Selbst nachdem ich ausgerastet bin und dich geschlagen habe, hast du dich nicht von mir abgewendet. Du hast da gesessen und gesagt, dass ich kein Wrack bin. Dass ich etwas Besonderes bin und hierher gehöre. Dann bist du gestorben. Und ich weiß nicht, woran ich jetzt glauben soll. Ich weiß nur, dass du wieder weg bist. Und ich noch hier. Allein. Ach, Alex. Aber wir finden noch heraus, was Gabe zugestoßen ist, wirklich zugestoßen ist. Ob es wirklich nur ein tragischer Unfall war oder ob das mutwillig war. So. Jetzt haben wir hier alles abgegrast und dann würde ich sagen, ach komm, wir setzen uns nochmal schnell hin. Wir genießen nochmal kurz die Aussicht und dann würde ich sagen, dann belassen wir es für heute hier. Und schauen dann das nächste Mal runter in die Bar. Und ich habe wirklich geglaubt, dass hier wär's. Ja. Endlich. Aus. Trotz all der Enttäuschung. So. Muss ich doch aufstehen, weil sonst fängt sie mit dem Dialog nochmal an. So. Und dann schauen wir das nächste Mal in die Bar und schauen mal, ob wir da weiterkommen und herausfinden, was sich hier so ereignet hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.